Und dann beim zweiten Stück, beim letzten Ton, hat sich mein Magen einmal umgedreht. Ich bin so aufgeregt. Ich dachte, Scheibe, jetzt geht's los. Hallo zusammen, ich bin wieder unterwegs für SRF Volksmusik. Und schon muss ich ein neues Instrument lernen. Die Redaktion sagt mir zwar nie, um was das genau geht, aber wir sind hier in Geis, im Appenzellerland. Darum habe ich schon eine Vermutung, wer da könnte auf mich warten. Jetzt sind wir hier und ich war tatsächlich auch schon mal hier. Darum weiss ich, wer mich hier erwartet. Wer denn? Der Nikolas. Dann weiss ich auch, was ich schon lerne. Hallo. Ja, hoi Nikolas. Hoi, alle. Willkommen. Danke. Ich freue mich. Also ist es überhaupt Hackbrett, das wir lernen, oder hast du noch ein verstecktes Talent? Nein, gute Sache. Der Nicolas Senn ist sicher einer der bekanntesten Hackbrettspieler im Land. Er war schon als kleiner Bub fasziniert vom Instrument und hat dann mit 7 angefangen zu spielen. Er hat auch schon viele Preise gewonnen, so zum Beispiel den Stadelstern im 2006, den Grand Prix der Volksmusik und den Prix Valo. Er ist mit seinem Hackbrett in der ganzen Welt unterwegs und ist auch ein Kollege von mir bei SRF Volksmusik und Potsmusik. Und darum habe ich fast ein bisschen vermutet, dass ich mal noch zu ihm Hackbrett nehmen. So, wir legen los. Was natürlich wichtig ist, sind die Tötchen, die Schläger, dass man mit denen dann auch auf dem Hackbrett keine Musik machen kann. Die muss man richtig heben. Ja. So zwischen Fingern. Und jetzt kannst du einfach mal irgendwo draufschlagen und mal schauen, wie das tönt. Schön. Das ist fast eine Tonleiter. Ist im Fall aber nicht immer so, weil die Töne sind kreuz und quer übereinander. Also jetzt hast du Glück gehabt. Ja, super. Wie beim Schweizer. Aber jetzt kannst du mal ein bisschen probieren herauszufinden, wo das die tiefen Töne sind, wo das die höheren sind. Mhm. Oh, sorry. Alt, kreuz aber und quer. Das ist schon nicht schlecht. Jetzt kannst du irgendeinen Ton mal nehmen. Und dann kannst du mal links, rechts langsam anfangen und probieren, alles schneller werden. Das ist ein Werbegriff. Genau. Ja, wow. Dann wissen wir, wo die Töne sind. Jetzt kannst du mal... Super. Jetzt könntest du theoretisch etwas sagen, schon spielen. Hey, super. Ich gebe dir jetzt die Noten mal. Damit du bei mir aber weißt, was du hast. Kannst du mal einfach probieren, 8 A nacheinander abwechslungsweise möglichst schnell spielen. Genau. Wie ist das? Muss ich mit dem ganzen Arm, nur mit dem Unterarm oder nur mit den Fingern? Im besten Fall bewegt sich dahin eigentlich nichts. Okay. Und du machst... aber den Daumen brauchst. Das ist schwieriger, hä? Ja, ist halt viel schneller so. Wenn du den ganzen Arm brauchst, dann. Ja, das ist gut. Ja, vielen. Los geht's. Soll ich von Anfang an? Probierst du es? Ja. E. Genau. Fast? Nein, ich drücke einfach daneben. Ich wüsste schon, wie es muss tönen, aber vor allem drücken. E. Jetzt kommt der Schluss und dann kannst du einfach den D-Dur-Akkord super, kannst du einfach den A fürs D. Die sind beide auf der gleichen Strenge. Genau. Du siehst, das Stückchen steht schon fast. Fast, ja. Üben. Das ist ja so ein Stückchen, das dazu verleitet, um Vollgas zu trainieren. Ich glaube, die Kunst ist halt bei mir ein bisschen langsamer spielen und dann darf ich anschauen. Das solltest du es am 27. Februar dann können. Dann haben wir einen Auftritt zu Gunten. Es wird der Arlette wahrscheinlich auch helfen, dass sie aus der Volksmusik kommt, dass sie sich auch vom Jodeln gewöhnt ist zum Lesen, weil das Hackbrett ein Instrument ist, wo man nicht nur mit der Logik kann arbeiten, sondern manchmal auch ein bisschen auf die Intuition gehen, aufs Gehör gehen und die Töne suchen, damit man dann die Melodie zusammenbringt. Es ist ganz okay gelaufen. Ich habe jetzt ein Stückchen, ich weiss, was ich zu tun habe und gebe einfach dann alles nachher bei mir. Ich denke, also ich freue mich mega drauf. Ich kann es kaum erwarten, anfangen zu üben. Wie immer. Wenn man beim Hackbrett einmal daneben greift oder daneben schlägt, dann tönt es einfach noch die ganze Zeit.
fühle mich manchmal wie ein Huhn, wenn ich Hackbrett esse. So, fertig Hackbrett geübt. Jetzt geht's ernst. Ich bin hier zu Gonten und habe jetzt gerade den Auftritt mit Nicolas. Ich freue mich mega drauf, aber bin auch mega aufgeregt, so wie immer. Ich hoffe einfach, dass ich die Seite treffe. Und zwar darf ich Ihnen jetzt eine Musikerkollegin vorstellen. Die kommt aus dem fernen Kanton Luzern. Ist eine der besten Jodlerinnen im Land. Und im Moment hat die junge Kollegin eine Challenge, die sie machen muss, wo sie innerhalb von einem Monat regelmässig ein neues Instrument lernen muss. Und jetzt ist heute Abend ein grosser Moment, wo sie vor Publikum und vor Kameras ein Hackbrettstück vorspielen muss. Und darum bitte ich gerade mal um einen grossen Applaus für Arlette Wismar. Wie bei den anderen Auftritten war ich mega nervös. Und ich wusste, Nicolas spielt zwei Stückchen bei sich kommen. Und dann beim zweiten Stückchen, beim letzten Ton, hat sich mein Magen einmal umgedreht. Ich bin so aufgeregt. Ja, ich dachte, Scheibe, jetzt geht's los. Mit dem Nicolas spielen. Eine wahre Freude. Er hat mega gut darauf reagiert, wenn ich schneller wurde. Und es ist, hey, ich kann mal sagen, es ist gut gelaufen. Obwohl ich den Anfang habe ich noch nie so langsam gespielt und am Schluss habe ich noch nie so schnell gespielt. Darlette hat alle Erwartungen erfüllt. Und es ist extrem beeindruckend, wie ein Stückchen, das viele Hackbrettler in einem Konzert spielen. Darlette einfach nach einem Monat herbrettelt, souverän. Und es macht eigentlich Lust auf mich und mal auf eine Duett-Tournee gehen. So, ich habe wieder ein Instrument und einen Auftritt geschafft und es hat mega Spass gemacht, genauso wie es mir gefällt.